Moin Leute! Ja, ich freue mich, euch Crash Bandicoot präsentieren zu dürfen. Ich freue mich schon richtig auf das Let's Play, weil das ist... Das ist eigentlich das Spiel, womit ich angefangen habe, zu spielen, überhaupt Videospiele kennenzulernen. Und das ist so genial und macht immer noch Laune. Und das ist immer noch besser als viele Spiele heutzutage, finde ich, ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass da einfach nur der Nostalgiefaktor aus mir spricht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich schon tierisch. Und wir fangen mit Insanity Beach an. Sehr hacklige Steuerung, aber... Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen, blöd von mir. Ich hab's wohl ein bisschen verlernt, das kann ja gar nicht sein. Ich war so lange so ein Meister in diesem Spiel. Mein Bruder hat immer sehr gerne dabei zugeschaut, wie ich das gespielt habe. Und ist ja mal echt, fast kollabiert, weil ich so gut gespielt habe, ne? Aber anscheinend hat sich das so ein bisschen gelegt. Wobei man auch echt sagen muss, Crash Bandicoot 1 ist der schwerste Teil der Serie. Also, jetzt, wenn man 1, 2 und 3 und... Ja, doch 1, 2, 3 vergleicht. Ist das schon eins der schwierigsten Teile. Hui. Der Soundtrack, der ist genial. Das kann man... Das kann man nicht oft genug erwähnen. So, haja, hoppa. Ich noch auf, oder? Ja. Huch, das war doch knapp, du. Ah, jetzt habe ich es nicht ganz geschafft. Normalerweise. Nein. Nicht mal hier kriegen Edelstein. Jungs, was ist los mit mir? Soll ich alle... Ach, egal. Ich mache jetzt einfach mal nur einen Run durch das Spiel. Also ohne alle Edelsteine zu sammeln. Ich habe es nämlich schon mal geschafft, 100% mit meinem Bruder zu erspielen. Da ist sozusagen so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Weil 100% in Crash Bandicoot 1... Leute... 100% bei Crash Bandicoot 1, das ist nicht einfach. Das machst du nicht einfach mal nebenbei. Das war wochenlange Arbeit. Es kann auch sein, dass es, dass ich jetzt nicht direkt am PlayStation, also auf der PlayStation 1 spiele. Dass ich deswegen so schlecht bin. Ne? Auf jeden Fall ist hier sehr viel Feingefühl gefragt, was ich... Das glaube ich nicht so richtig besitze. Sonst würde ich nicht so oft... Ich meine, das ist das erste Level, Jungs. Und ich habe keinen Edelstein gesammelt. Und ich bin oft gestorben. Und ich habe keinen Edelstein. Hallo? Das ist doch Kacke. Dann geben wir uns jetzt bei Jungle Rollers mal mehr Mühe. Ich muss mich eigentlich korrigieren. Das ist nicht das erste Spiel, das ich je gespielt habe. Das erste Spiel war Crash Bandicoot 2. Den ersten Teil habe ich nämlich erst kurz danach bei meiner Cousine zum ersten Mal gespielt. Genau, so war's. Und ich habe mich immer gefragt, wieso das so schwer ist. Weil Crash Bandicoot 2 war nicht annähernd so schwer. Also, du konntest natürlich mehr erspielen und so. Und es gab, glaube ich, auch mehr Level. Aber... ist ja nicht so schwer. Naja, ich versuche jetzt trotzdem mal mein Bestes. Ah, guck mal, hier können wir ja sowieso nicht alles einsammeln, weil uns ein grüner Edelstein fehlt. Aber ich versuche die Bonus-Level wenigstens zu erspielen. Ach nö. So, wie war das? Hier gab es nämlich immer so einen Trick. Bei Crash Bandicoot 2 musstest du, glaube ich, erst springen und dann drehen und hier musst du erst drehen und dann springen. Ja, perfekt. Badam.
genau so war das. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch schon das Dr. Brio Level gibt. Aber zumindest das normale Bonus-Round-Level, das ist auch ganz cool. Die werden auch mit der Zeit schwerer. Aber bei denen geht's noch. Die Dr. Brio-Level oder Cortex-Level. Das sind harte Nüsse. Hallo! Das ist unsere Freundin. Irgendwas mit Shenya, Shenaya oder so heißt sie. Ich weiß es nicht. So, speichern. Das war früher noch ganz cool, so mit Passwörtern, ne? Du hast ein Level geschafft und musstest ein Passwort eingeben, um wieder an das besagte Level zu kommen. Also somit hat eigentlich jedes Level sein eigenes Passwort gehabt. Ist ja auch eine coole Methode, aber da müsstest du viel schreiben, ne? Padam. Ja, warum nicht gleich so? Im ersten Level hätten wir das auch so schaffen können, aber wir haben sowieso nicht alle Boxen sammeln können, weil uns die der grüne Edelschein fehlt. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne, Leute? Das ist nun mal so im Leben. The Great Gate. Ah, diese Art von Level mag ich echt sehr. Was ganz Feines. Mein Magic ist weg, irgendwie. What the fuck? Das wird ein langes Let's Play, glaube ich. Ich spiele ein bisschen schlecht gerade. Das konnte ich mal viel besser. Hui! Jawoll! Ja, ich glaube, jetzt habe ich einen Lauf. So wird nämlich ein Schuh draus. Ich muss mich, glaube ich, einfach nochmal einfuchsen hier ins Spiel. So, jetzt wird auch was draus. Wow, yeah! Geil! Special Mask! Hui, nein! Oh verdammt, aber ich glaube, ich kann hier sowieso gerade keine Edelsteine sammeln, weil ich hier auch wieder einen bunten brauche. Oh, Maske brauche ich nicht. Oh ja. Schaff ich. Und du? Ja. Leg dich nicht mit Karasho Bandicoot an. Hey. Crash Bandicoot 2 habe ich, glaube ich, auch schon mal auf 100% gespielt. Und das war nicht so schwer wie Crash Bandicoot 1. Weil wenn du hier einmal gestorben bist und du hast Checkpoint eingesammelt und du stirbst, fängst du an einem Checkpoint an, aber die ganzen Kisten vor dem Checkpoint sind wieder da. Und bei Crash Bandicoot 2 waren die gespeichert. Also wenn das nicht schwer ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Voll schlecht bin ich. Es tut mir so verdammt leid, Leute. Also, das bin ich. So spiele ich normalerweise nicht. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, wie ich spiele, aber nicht so. Auf keinen Fall. Nee. Naja, man kann nicht alles haben. Wa? Oh, mein Lieblingslevel. Als wir noch klein waren, da haben wir das Level immer angemacht, um einfach nur die Musik zu hören. Weil die ist so cool. Richtig, richtig cooler Beat. Ich habe mir schon lauter gemacht jetzt. Und das habe ich auch letztens bei Uncharted 4 gespielt. Ich fand das ziemlich cool. Ich meine, das ist da ein bisschen abgeändert mit gegen die Zeit laufen. Aber finde ich schon echt geil, dass Naughty Dog das da wieder mit reingebracht hat. Hut ab. Was ist denn die Kugel so schnell? Die ist doch sonst nicht so schnell. What the... Alter. Das gibt's doch nicht.
Das Original vom Spiel haben wir uns übrigens vor vielen, vielen Jahren mal bei eBay gebraucht besorgt. Also nicht, dass ihr denkt, wie illegal runtergeladen oder so. Nee, ist nicht. Das Ding, das habe ich original hier zu Hause liegen. Was ist die Kurve so schnell? Das gibt's doch... Alter. Verdammt. Ja, das war's in diesem Level auch mit dem Edelstein, ne? Auf jeden Fall haben wir das Spiel zu Hause original. Ich hätte es lieber in der Erstausgabe, also mit dem schönen, komplett bedruckten Cover auf der CD. Aber die Platinium-Version, die reicht uns auch. Hauptsache ist original zu Hause bei uns. Was ist er so schnell? Das kann doch gar nicht sein. Das cannot be. Alter. Krieg ja schon so ein bisschen Muffensausen, wa? Manometer, Millimeter. Upstream, es geht flussaufwärts. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass man hier ebenfalls einen bunten Edelstein braucht. Man braucht hier ziemlich viele bunte Edelsteine, um richtig weiterzukommen. Deswegen kann man das gar nicht im ersten Spieldurchgang so machen. Mit alles einsammeln. Das geht hier nicht. So, Vorsicht, hier ist es rutschig. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu hektisch. Naja, was soll's. Wir haben Checkpoint gehabt. Und den Edelstein können wir eh nicht sammeln. Das ist immer ganz gefährlich und ganz knifflig, so einen richtigen Moment für alles abzuwarten. Manchmal ist man so ungeduldig, will einfach losgehen, einfach losspringen. Ja, und dann passiert sowas wie eben gerade. Es fühlt sich so toll an, dieses Spiel wieder zu spielen. Das. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr so Spiele gespielt habt, als ihr noch klein wart. Und die dann im etwas älteren Alter dann nochmal spielt. Und ihr euch sowas von zurück in die Kindheit katapultiert. Ich lasse es. Ich lasse es. Ihr wisst, was ich meine. Shania oder so heißt die, glaube ich. Ich weiß es nicht. Speichern. Speicherzeit. Und ohne das Internet hätten wir, glaube ich, nie erfahren, wie man diese Schlüssel einsammeln kann. Also ich habe es ehrlich gesagt jetzt auch wieder vergessen. Ich wüsste es jetzt nicht mehr, wie man die bekommt. Das war auf jeden Fall früher immer so das große Geheimnis. Mensch, wie kommst du an den Schlüssel ran? Weil der schaltet dann auch nochmal andere Sachen frei. Ja, haben wir auf jeden Fall früher nicht geschafft. Papu Papu! 13 Minuten erst. Mensch, wir haben gleich die erste Insel fertig. Und Papu Papu, das ist kein richtig starker Gegner. Den kriegen wir so hin. Hallo! Zack. Man kann nämlich während er springt, glaube ich, während er das Ding schwingt, kann man, glaube ich, auch auf seinen Kopf. Warte, Moment. Ja. Oh, Papu. So. Locker weg. Karasho Bandicoot, der schafft das, auch gegen Papu Papu. Rolling Stones, das ist das zweite Dschungel-Level mit dem rollenden Stein. Ich finde das ist so ein cooler Name, ne? Rolling Stones. Also, kreativ bis zum geht nicht mehr. Naughty Dog war halt schon damals echt geil. Da, das erste Embryo-Level, das kann man jetzt hier endlich mal freischalten. Huch! Trick. So brauchst du dich da nicht so... das war knapp! Ich glaube,
Nein! Nein! Embryo! Embryo ist weg! Ah, der war da hinten links! Der war da hinten links! Ich hab ihn gesehen! Naja. Dann schaffen wir auch das nicht. Ich glaube, das ist mein schlechtester Run bis jetzt bei Crash Bandicoot 1. So schlecht war ich noch nie. Na, wenigstens das kriege ich hin. Ich glaube, ich will das jetzt mal gerade ausprobieren. Hier ist eine Embryo, Dings drin. Nö, nicht mal. Cool. Wow, 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 wow. Oh, das war knapp. Yeah, Bonus Round. Rocken wir das Ding. Nein! Schade. Ah. Boah, das war knappe Kiste. Ich mach's einfach so. Es ist nicht so schwer. Hallo! 13% schon. Ich spiele mir heutzutage ein Spiel 15 Minuten und hab dann 13% vom Spiel geschafft. Also, ich glaube, das wirst du nicht finden. Vielleicht ein paar kleinere Indie-Spiele, aber keine großen AAA-Spiele. Nein, nein, nein. So, seht ihr das? Da bräuchte man eigentlich noch einen Edelstein. Den haben wir aber nicht. Wir haben nämlich noch gar keinen. Weil euer Frudi dieses Gameplay ein bisschen versaut. Mit seiner schlechten Spielweise. Hui, 21, 22 Leben. Und hier ist das, glaube ich, auch so, wenn du das Level, den Spielstand nochmal neu lädst, dann fängst du wieder bei 4 Leben oder so an. Also, die gehen wieder weg. Die gehen wieder weg. Ah, das war damals mein Lieblingslevel. Also sogar vor Boulder Dash. Hier kriegen wir aber den Edelstein. Das Level kann ich. Das kann ich. Das habe ich auswendig gelernt. Ah, alle Kisten zu kriegen. Wow, 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 wow. Huhu. Alter Schwede. First try. Oh, Jungs! Jungs! Oh, das war knapp, das war knapp. Komm, jetzt nicht versauen. Jetzt bloß im Ball bleiben. Guck mal, der verarscht einen. Haha! Alter! Beim ersten Mal! Ja! Also, an dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben. Vor allem, ja, meine Manager, meine Producer, also ich. Oh, das ist echt geil. Das ist Hammer. Mein erster Edelstein. Normalerweise hätte ich jetzt schon, glaube ich, 2 Stück haben können oder so. Native Fortress. Die erweiterte Version von dem Fortress, wo wir eben waren. Ja, ich glaube, das mit den Hüpfkisten hier, das kriege ich heute nicht mehr richtig hin. Ach, was mir jetzt gerade auffällt, ich habe euch am Anfang gar nicht das Anfangsvideo durchlaufen lassen. Gibt es unter euch noch Spieler, die das Spiel vielleicht noch nie gespielt oder gesehen haben? Kann das sein? Schreibt es mir mal in die Kommentare, das interessiert mich jetzt gerade wirklich. Weil ich gehe immer so davon aus, ah, Crash Bandicoot kennt jeder, weil ich es kenne. Aber vielleicht gibt es ja echt noch Spieler unter euch, die das halt nicht kennen. Und das würde mich jetzt echt richtig brennend interessieren. Also schreibt es ruhig in die Kommentare.
Vielleicht habt ihr auch viel später angefangen zu spielen als das. Also, ne? Nachdem, also, ja, nachdem das Spiel erschienen ist, so. Ja, ein bisschen tricky hier gerade. Wow! Knappi Karotti. Ah, egal. Hui! Hui, hui, hui! Hopp, rüber. Duck. Wow, wow, wow. Boah, habe ich gerade gepennt? Oder was? Ich habe mich gerade voll verjagt, deswegen. Ich habe das nicht gesehen. Ich, Alter Schwede. Komm, versuchen wir mal alles zu kriegen. Ja, Mensch, war das schwer. 19% schon, meine Güte. Und das alles in 21 Minuten. Hallo? Wo gibt's sowas? Aber es wird nachher schwerer, auf jeden Fall. Ich sag nur zum Beispiel Toxic Waste. Alter Schwede. Toxic Waste, das ist so das Hasslevel überhaupt. Da einen Edelschein zu bekommen, ey, das hat mich Stunden gekostet. Stunden in meinem Leben. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Aber die Maske ist so verlockend irgendwie. Die will man einsammeln. Bam. Boah. Nice run. Mensch, Mensch, Mensch. Wow, Kollege. Du warst aber jetzt ein bisschen zu schnell. Wow, 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 das war knapp. Hashtag fast gekackt. Okay. Schwierigkeit. Oh. Alter, zum Glück habe ich zwei Masken gehabt. Puh. Also ich bin gerade so ein bisschen unvorsichtig, ne? Muss ich schon sagen. Boah, ich habe gerade schon ganz schwitzige Hände. Das ist eklig. Aber wie soll man noch anders? Das ist so spannend. Nein. Nein, nein, nein. Oh, schade. Ja, zum Glück sammle ich gerade keine Edelsteine, wa? Wow, 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 wow. Fast ins Feuer. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen Hardline machen. Das läuft hier ein bisschen zu schnell, meine Freunde. Okay, erstmal ein bisschen durchatmen und weiter geht's. So. 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 Ja! So, jetzt aber mit Beeilung. Normalerweise geht es ja noch so richtig krass weiter. Also so irgendwo dahinter, glaube ich. Da gibt es dann noch so ziemlich viele Kisten zum Aufsammeln. Aber haben wir leider nicht geschafft. Ja, wir sind bei Insel 2 angelangt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal Cut. Teil 2 kommt dann demnächst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen zurück in die Vergangenheit zu reisen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das Spiel überhaupt schon mal gesehen habt oder kennt. Ne? Wie gesagt, es gibt ja vielleicht Leute, die kennen das nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Stay Fruity, euer Fruity Gaming.